Er gilt als der wegweisende Maler des Spätmittelalters, Jan van Eyck. Das Museum der schönen Künste im belgischen Gent widmet ihm nun eine große Ausstellung unter dem Titel Van Eyck – eine optische Revolution. Die Besucher können dort erstmals die fast vollständig restaurierten Tafeln des weltberühmten Genter Altars aus der Nähe betrachten. Es wirkt, als ragten die Statuen aus dem Rahmen heraus. Die Figuren dreidimensional. Sie spiegeln sich im Hintergrund, wirken dadurch plastisch und sind doch nur Gemälde. Bilder mit optischen Täuschungen. Jan van Eyck ist der Erste, der sie im Mittelalter auf Holzpaneele band. Jan van Eyck ist derjenige, der uns sozusagen zeigt, wie wir gucken müssen. Und eigentlich der bis heute unsere Vorstellung von Realismus entscheidend prägt. Das gelingt van Eyck, indem er die Malerei mit Ölfarbe perfektioniert. Schon vor 600 Jahren schmückt er Details millimetergetreu aus und kann Materialien wie Stoffe beinahe fühlbar werden lassen. Meisterwerke, so realistisch, fast fotografische Wiedergaben. Er war vermutlich kurzsichtig, weil er sich sehr auf Details konzentriert. Kurzsichtige Menschen achten sehr auf Kleinigkeiten. Aber van Eyck verliert dabei das Gesamtbild nicht aus dem Auge. Van Eyck zeigt Bürger und Bibel gleichermaßen. Nie zuvor und vermutlich auch nie wieder können Besucher seinem gesammelten Werk derart nahe kommen wie jetzt in Gent. Die Bilder hängen sonst in Museen weltweit. Diese Altartafeln schmücken die Kathedrale in Gent. Sein erstes großes Werk, heute hinter Panzerglas. Jan van Eyck, Realist und Revolutionär, der die Entwicklung der Kunst für immer veränderte.